herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich bastel hier gerade ein Wichtelgeschenk. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Detail das jetzt ist, weil ich noch gar nicht weiß, wie ich es hier richtig schneide. Nun gut, wir sind hier mittendrin, statt nur dabei. Und ich habe Folgendes vorbereitet. Kurzer Zwischeneinwurf. Sollte sich jemand über meine dreckigen Nägel beschweren? Ich habe gestern Walnusslaub geräumt und Walnüsse eingesammelt. Und die färben so höllenmäßig. Das wird jetzt noch ein paar Tage dauern, bis ich wieder normal aussehe. Müsst ihr jetzt mitlegen. Was bisher geschah in der Zwischenzeit? Ich habe das, was wir gemeinsam schon gecraftet haben, einmal mit Mod Podge versiegelt, damit es einfach hier schön widerstandsfähig ist und das Buch halt wirklich auch gut gebraucht werden kann. Das ist noch so ein bisschen steif, aber das wird sich alles geben. Und ja, bis hierhin sind wir zusammen gekommen, außer die Versiegelung. Was habe ich noch gemacht? Ich habe hier meine vorbereiteten Taschen schon mal zugeschnitten, ganz grob erstmal. Also das machen wir gleich noch gemeinsam hübsch. Und wir haben hier, jetzt schmeiße ich mit meinem Kram. Wir haben hier die kleinen Schächtelchen, die rein sollen, teilweise schon mit Inhalt. Was ich in der Zwischenzeit noch gemacht habe, ist ein paar Stanzteile hier gemacht, um diese Schachteln zu verzieren. Und ich habe mir ein bisschen Material gesucht. Das gehört ja zum Handwerk nicht. So, ich würde jetzt gerne mit euch einfach mit den Taschen starten. Was habe ich mir vorgestellt? Also ich möchte hier zwei große Taschen und zwei kleine machen. Und ich nehme jetzt einfach mal hier so eine Spielkarte als Beispiel. Ich möchte natürlich zusehen, dass ich hier oben die Sachen reinstecken kann, ohne dass sie über den Rand so weit rausgucken. Ein bisschen ist ja nicht schlimm, aber so viel halt nicht. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Spielkarte oder irgendwas hier reinstecken möchte, muss ich mindestens hier... Ich stelle mir jetzt einfach mal den Dobber daneben. Mindestens hier den Rand setzen, damit man das hier noch vernünftig rein und raus bewegen kann. So, jetzt habe ich mir erstmal noch eine Markierung hier gesetzt. Jetzt möchte ich auf jeden Fall die Ecken von den Teilen runden, von allen. Und dann möchte ich natürlich auch hier so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, ein Eingriff? Eingriff machen. Also, was ich hier ganz gerne mache, ist obere Enden mit dem kleinen, also mit der S-Größe. Untere ist in dem Fall hier witzlos, weil man diese untere nicht sieht, bei dem hier schon. Und da werde ich das mit dem L machen. Also erstmal hier S ausgeknipst. Hier wird auch S ausgeknipst. Und hier wird S und L ausgeknipst. Tschakka. So. Wenn L dann mal mitspielen würde, ne? Manchmal ist das Papier, wenn das zusammengeklebt ist, ein bisschen fett und möchte nicht so mitspielen, wie ich das will. Aber Gewalt ist manchmal eine Lösung. So, jetzt habe ich auf jeden Fall hier schon mal mein ausgeknipstes. Ich muss gucken, dass... Ja, das funktioniert noch. Also ich will, dass hier dass der Rand so ein bisschen sichtbar ist und ich es trotzdem noch vernünftig blättern kann. So, jetzt habe ich natürlich mein Buch bewegt, ne? Ja... Ihr müsst wissen, es ist Samstagmorgen, 8 Uhr. Da kann man auch schon mal ein bisschen verpeilt sein. Also so, das ist das Maximum der Gefühle. Wenn ich das da so hinlegen möchte und die andere Tasche daneben, das funktioniert noch. Das freut mir. Und jetzt werde ich jetzt erstmal die Uhr... Ach nein, Leute. Es ist Samstagmorgen. Ich werde jetzt nochmal die Rundung hier ausstanzen, weil ich heute Morgen ein bisschen verpeilt bin, wäre es in der Tat sehr hilfreich, wenn ich mein Lineal, was ich gerade nicht finde, benutze. Okay, wo bist du? Auch dich. So. Geodreieck hilft. Ich möchte hier natürlich die Mitte treffen, ne? Ich mache das mal auf dem Dunklen, sieht man besser. So, jetzt lege ich mir das hier mal vernünftig an. 4,5, 4,5. Ich mache mir hier einfach so ein Pünktchen hin, dass ich hier vernünftig die Mitte treffen kann und hier genauso. Auch 3,5 Prinzen. Die 4,5. So, zack. So eine Mini-Markierung reicht dann einfach zum Leben. Ich mache das auch ganz gerne so.
dass ich mir hier das Ding umdrehe, reingucken kann. Ja, und mir halt auch so ein bisschen die Mitte anpeilen kann. Also jedenfalls die gefühlte Mitte, ne? Bei diesen, sag mal, schmalen und hohen Taschen stand sich tatsächlich ein bisschen mehr aus, als ich das normalerweise machen würde, damit man einfach, falls da was Kleines reinrutscht, tiefer reinfassen kann. So, vielleicht jetzt gut über die Hälfte gegangen oder in die Hälfte. Oh, das ist aber auch eine Lautstärke hier am frühen Morgen. So möchte ich die haben. Na, das sieht auch gut aus. Das gefällt mir. Und auch bei den Schatzis hier wieder Hälfte anpeilen. Wie gesagt, normalerweise mache ich das sehr gerne mit Augenmaß, aber ich fürchte, das Augenmaß funktioniert heute Morgen noch nicht. Oder noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, hier sind wir bei 14 cm insgesamt. Da haben wir eine Hälfte. Und da haben wir eine Hälfte. Ich weiß gar nicht, wie es euch geht, wenn ihr morgens aus dem Bett fallt. Seid ihr direkt irgendwie arbeits- und sprechfähig? Ich arbeite noch dran. Nun gut. Hier wieder. Ja, es schadet nichts, wenn man so große Taschen hat, einfach wirklich ein bisschen was da dran zu geben. Einen ordentlichen Teil auszustanzen. So, was ich für mich einfach noch brauche, ist einfach so eine große Kreisstanze. Steht schon auf dem Wunschzettel. So, und die Halbkreise fliegen. Vielleicht kann ich die noch für irgendwas benutzen. Hier verkommt nichts. So, dann habe ich meine Kreisstanze erstmal durch. Jetzt möchte ich mir die natürlich so sortieren. Und ganz wichtig, wie immer, das Dressen der Kanten. So. Gut, die untere Kante hatte ich ja eben schon erwähnt, sieht man nicht so richtig. Irgendwie fühle ich mich nicht gut, wenn ich nicht auch die Kanten, die man nicht sieht, mit distresse, wenn ich am Distressen bin. Muss ich schon mal ein bisschen selber über mich lachen? Ist aber so. So. Also was ich als nächstes auf jeden Fall noch mit euch machen möchte, mal abgesehen davon, dass wir jetzt gerade hier die Innenseite dekorieren. Ich möchte euch gerne mitnehmen, wenn ich die Außenseite dekoriere. Und da habe ich schon ein, zwei richtig coole Ideen. Also ich hoffe auch, dass Claudia sie auch gut findet. Bin mal sehr gespannt, was sie dazu sagt, was sie so zum Wichtel bekommt. Und ja, ich mache mir auch irgendwie ein bisschen mehr Arbeit, als ich ursprünglich mal geplant habe. Mein Gott, das ist halt so. Wenn man so ein Bastelfieber ist, dann kann man es halt einfach auch nicht ändern. Wie viel Arbeit man sich dann doch letzten Endes macht. So, was mir jetzt gerade noch auffällt, bevor ich das hier rum... Also, aufkleben eine Sache, aber bevor ich das hier dekoriere. Auf jeden Fall die unterste Tasche hier werde ich sehr... schön dekorieren oder ein bisschen aufwendiger dekorieren. Ich habe mir noch keine Spitze geholt. Ich brauche unbedingt eine Spitze. Ich muss mal gucken, ob ich eine passende Spitze finde oder ob es ein Paper Doily tun muss, aber eigentlich müsste ich irgendwie noch ein schönes Stückchen Spitze finden. Trick ist jetzt allerdings nur, eine Spitze zu finden, die auch hier zu der Mitte passt, also zu dem Leinenstoff und zu dem Netzstoff. Da muss ich tatsächlich mal ein bisschen stöbern, aber das werde ich nicht mit euch an der Kamera tun. Das mache ich dann, wenn die Kamera aus ist, gehe ich in die Tiefen der Schränke. So, Taschen erstmal fertig distressed. Und jetzt habe ich schon wieder meine Markierung verloren, weil ich natürlich den Dopper benutzt habe. Habe ich schon mal erwähnt, dass Samstagmorgen ist? Fällt kaum auf. So, hier habe ich mein Joker-Beispiel. Den lasse ich jetzt einfach mal da liegen. Ich versuche hier an der Seite ein bisschen ranzulassen, weil ich das viel schöner finde, wenn ich das so mache. Das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt habe ich mir noch überlegt, ich habe ja hier die Verschlüsse. Ich weiß noch gar nicht, wie ich diesen Verschluss mache. So, was ihr hier seht, das ist mein schönes handgeschöpftes Papier, was ich mal in Schweden gekauft habe. Das wollte ich einmal rollen und hier in die Mitte stecken. Ja, kleine Zwischenepisode.
So, ich habe mir hier diesen Verschluss rausgesucht. Das heißt, den muss ich natürlich auch irgendwie hier auf der Seite festmachen. Dementsprechend werde ich den Verschluss natürlich festmachen, bevor ich die Taschen draufsetze, weil sonst gucke ich einfach mal in die Röhre. Gut, ich glaube, das muss ich einen kleinen Moment vorbereiten. Ihr seht ja hier mein Klingelklingel. Ich werde das mal kurz vorbereiten und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen was zwischenzeitlich gewuselt, das zeige ich euch jetzt. Manchmal ist es gut, wenn man nochmal kurz in sich geht und nachdenkt, weil ich nämlich hier den Verschluss schon dran gesetzt habe. Hätte ich das nicht getan, dann hätte ich den über meine Taschen setzen müssen. Das wäre echt blöd geworden. Hier habe ich ein bisschen von dem Scotch-Tape drüber gemacht, damit man dann in den Taschen hier nicht an dem, ja, an den Klemmen hängen bleibt. An der Stelle, hinten, habe ich dann natürlich auch gleich den Verschluss gemacht. Das heißt, der kommt hier so rum und wird hier, ups, Vorführeffekt natürlich wieder. Zack, wird hier verschlossen. Und ich habe hier noch so ein kleines, also erstmal seht ihr das mit den Eyelids gearbeitet und dann hier noch eine kleine Strippe durchgezogen. Was wird dies hier? Das hier ist ein Stiftehalter. Also hier kann man Stifte, Pinsel, irgendwas reinhängen. Also ich werde jetzt hier, wenn ich das der Claudia schenke, ein Mikron reinpacken. Und ja, das werdet ihr später noch sehen, wie sich das denn hier einbettet. Weil hier habe ich nämlich so einen kleinen Platz dazwischen, zwischen den Schächtelchen. Und da passen dann hier diese Stifte, Pinsel, hast du nicht gesehen. Ne? Also das, was man da gerne wohnen lassen möchte, rein. Was habe ich in der Zwischenzeit noch gemacht? Ich habe, kann man jetzt vielleicht schlecht sehen, mal gucken. Ich habe hier das gelocht. Das werden wir gleich zum Dekorieren benutzen. So, zurück zu den Taschen. Wieder meine Joker-Karte. Also bis dahin. Das heißt, die müssen schon hier sitzen. Ich fange mit der inneren an, weil die versuche ich recht dicht hier an den an die Falz zu bringen. Jetzt habe ich ja noch Krümmel drin. Gibt's ja gar nicht. Das heißt, ich lasse mir die hier als Vorlage liegen und bringe die anderen dazu, an die richtige Stelle zu kommen. So, in der Zwischenzeit, als ich nicht hier in dem Video unterwegs war, habe ich hier ein kleines Chaos angerichtet. Ein Teil auch schon wieder davon weggeräumt. Ich glaube, aber ein Teil trifft es ganz gut. Ich bin noch nicht wieder komplett sortiert. So ist das manchmal, wenn man neue Ideen hat, während man andere umsetzt. So, ich werde jetzt hier an der Stelle nicht mit Kleber sparen, weil die Taschen sind relativ fest, was ich auch gut finde, weil dann kann man da wirklich was reinpacken und auch wieder rausziehen, ohne dass man es dabei irgendwie zerstört. Ich möchte allerdings auch, dass die Taschen dabei nicht von dem Kleber quasi aufreißen. Also der Kleber ist sehr stabil und auch noch ein Stück weit elastisch, nur ich glaube, wenn man mit dem festen Material doch daran ein bisschen ruckelt und zieht, dann könnte es blöd werden. So. Schwupp. So habe ich mir das gedacht. Kleberablage bitte. So, jetzt bringe ich das hier recht nah an die Mitte. Ja, was tun, wenn es brennt? Ich nehme das jetzt erstmal schwerer. Ich habe auch irgendwo Bleisäckchen. Echte Bleisäckchen. Mein Vater war mal technischer Zeichner. Und da habe ich tatsächlich ein paar Bleisäckchen abgreifen können aus seinem Fundus. Ich habe übrigens, bevor ich die hier aufklebe, habe ich die so ein bisschen bewegt, dass sie auch mal taschenmäßig vernünftig funktionieren. Die bleiben fest und stabil, aber so, dass sie nicht so komplett steif sind. Das Schöne an dem Junk Journal Kleber ist, der trocknet tatsächlich durchsichtig. Das heißt, ich kann hier so ein bisschen hart an den Rand manchen und das kommt hier rüber. Ich habe das Mod Podge Hardcover genommen, das glänzt ja auch ein wenig. So, ich muss mal gucken, ob ich den richtigen Bildausschnitt noch für euch habe. Nicht, dass ich hier quatsch und euch bildtechnisch hier überhaupt nicht mitnehme.
Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Wie gesagt, das bleibt ein Samstagmorgen. So. Ja, schöner Fehler bei den Taschen ist, mit der unteren anzufangen. Das ist schön doof, das habe ich auch mal gemacht. Bin jetzt aber dazu übergegangen, die Taschen in der richtigen Reihenfolge zu machen. Das heißt, oben anfangen, unten anschließen. So. Wichtig ist für mich auch immer, wenn man hier mit dem wild geklebten Schriftpapier arbeitet, an einer Geraden ausrichten. Also zum Beispiel hier an der Außenkante, dass es halt wirklich eine Senkrechte ergibt. Ich sehe schon, ich habe die Tasche hier ein bisschen nicht ganz senkrecht gemacht. Ja, jetzt ist es besser. So, wenn ich mir die Oberkante angucke. Yes. Ups. Nicht nochmal verschieben. So. Das ist doch schon mal ganz gut. Da muss sowieso, also ich muss sowieso hier gleich noch was Schweres draufstellen. Während das hier so ein bisschen antrocknet, werde ich mir, ich greife mal ins Bild, ich habe ja Schnüre vorbereitet. Die habe ich hier vorne ein bisschen mit Kleber angespitzt, sage ich mal, weil ich gerne diese Tasche hier dekorieren will. Und zwar gehe ich mit der Jute-Schnur hier durch und mache mir so eine Nähkante, ohne genäht zu haben. So, mit Jute-Schnur nähen geht halt eh nicht. Ja. Deswegen dachte ich mir, ich mache mir einfach hier mal ein paar Löcher rein mit der Prickelnadel und ziehe Jute-Schnur durch, als hätte ich genäht. Ich schätze mal, so eine Sattlermaschine könnte auch mit Jute arbeiten, aber nicht meine Maschine. Mal abgesehen davon bin ich noch nicht so richtig fähig zu nähen. So. Da muss ich tatsächlich nochmal irgendwo in die Lehre gehen. Ja, und da habe ich nicht richtig gut getroffen. Mal ein bisschen nachstechen. Hust, hust. Ich habe jetzt das so gemacht, dass ich in der Mitte ein bisschen freien Platz habe bei der Nähkante und hier genauso wie auf dieser Seite ein Schleifchen anbauen kann. So, das heißt, ich möchte die Kante so haben, wie sie jetzt ist. Ein bisschen festziehen. Und dann werde ich nämlich in der Mitte ein Schleifchen einbauen. Also, andere Seite. Oh, kein Zielwasser heute Morgen. Das ist aber, also wirklich, das Material ist ja schon ganz schön stabil. Kann man nicht meckern. Wenn ich mir das recht überlege, hätte ich auch hier und da ein bisschen besser vorstechen können. Nun gut, ich bin mitten in der Arbeit, das wird schon funktionieren. So, Ende vom Lied wird gleich sein, ein Schleifchen. Da. Ich bin in der Mitte angekommen, ich habe auch halbwegs gut gezielt. Mache mir hier jetzt ein Schleifchen drauf. So, falls mir jemand erklären kann, wie man Schleifen so wirklich schön macht, dass sie nicht umkippen, ich wäre sehr dankbar für so eine Information. Meine Schleifen drehen sich immer. Da gibt es bestimmt irgendwie einen ganz tollen Trick. Ich kenne ihn noch nicht. Her damit. Bitte jetzt. Gut, ich lasse die Schleife einfach, sag mal, offen. Also, Claudia, wenn du gut Schleifen binden kannst, ich lasse es offen, sodass du dir eine neue binden kannst. Werde die Bändchen hier nur so abknipsen und auch hier abknipsen und dann mit einkleben. Die sind so fest hier durchgezogen, dass ich die jetzt nur so ein bisschen anklebe von der anderen Seite und das reicht dann auch. So, das wird dann die Unterseite. Zack. Das hier dürfte jetzt halbwegs gut gegriffen haben. Ja, sieht ganz gut aus. Räumen wir uns den hier mal weg.
Nehmen uns die Mitte. So, die beiden oberen hätte ich auch ein bisschen näher zusammenrücken können. Aber jetzt habe ich rechts und links eine kleine Kante. Und ich gehe dahin, dass ich hier auf Pass bin. Da rutsche ich ein bisschen rüber. Maß der Dinge. So. Also ich möchte auch unten noch ein bisschen Kante haben. So gefällt mir das ganz gut. Und dann kleben wir uns auch die Mitte an. Ich werde jetzt die oberen Täschchen und die mittlere Tasche nicht großartig dekorieren, weil davon nicht so viel sichtbar ist. Da möchte ich eher das Notenpapier zum Ausdruck bringen. Und die untere werde ich ein bisschen anders dekorieren. Dementsprechend werde ich jetzt hier keine große Zeit und Muße mit Dekoration verbringen. So, ich wette, das Video ist schon wieder recht lang geworden. Wenn ich die Taschen hier fertig habe, werde ich dieses Video beenden und gerne dann für die Dekoration der kleinen Schächtelchen ein neues Video anfangen. So, wer sich jetzt wundert, dass das hier so ein bisschen schief und krumm ist, ich habe auch bei dieser Tasche habe ich hier gebogen und gedrückt und gemacht, dass das wirklich, sag ich mal, dann angeklebt, dass das dann wirklich als Tasche nutzbar ist, dass man da auch was reinpacken kann. Auch hier wieder. Es trocknet, ja, bleibt dann im Moment. Widmen wir uns wieder. Ihr könnt ja noch vernünftig sehen, oder habe ich da Schatten reingebaut? Nein, ihr könnt sehen, das ist toll. So, ich möchte gerne dieses Herzchen hier mit einem Stück davon kombinieren. Ich weiß noch nicht genau wie. Einfach so ein Abschnitt quer. Wie mache ich denn das? Ja, irgendwie so. Knipse ich mir hier mal zurecht. Das darf mit drauf. Dann habe ich hier so ein schickes altes Foto. Das werde ich gleich nochmal ein bisschen distressen. Das ist wirklich ein echtes altes Foto. Das ist nichts Nachgemachtes. Und ich habe. Ups, verdammt, jetzt habe ich mir hier meine kleinen Cuts ein bisschen verorgelt. Ich habe hier noch den möchte ich ganz gerne eigentlich unterbringen. Vielleicht sollte ich das. Also das hier ein bisschen höher, das hier ein bisschen runter oder schief. Hier habe ich nämlich noch so eine schöne Liebesmarke. Ich glaube, die packe ich auf eine der Döschen. Auch mit so einem Stückchen von dem Netzstoff. Das hier ist relativ groß, ne? Ich glaube, ich möchte dem Foto den Vortritt lassen. Und werde das Foto hier in Szene setzen. Gebt mir noch mal einen Tipp. Ich glaube, so wäre ganz fein, oder? Dann brauche ich hier noch irgendwie sowas wie einen Knopf. Da brauche ich definitiv noch einen Knopf. Da werde ich schon auch einen schönen finden. Nicht unbedingt rot, ich glaube eher so dunkelbraun oder sowas. Und im besten Fall kriege ich das dahin, dass ich den Knopf auch mit Jute festmache. Okay, das heißt dann wieder, ich brauche einen Knopf mit großen Knopflöchern. Leute, ich gehe mir mal einen Knopf holen. Bis gleich. Knopf gefunden. Ich habe mir gleich auch noch ein bisschen Stopfgarn mitgebracht, weil ich nämlich durch diese Knopflöcher keine Jute bekomme.
Aber das Stopfgarn ist ja auch wie so eine, sag mal, Seele für das, na, von dem Jute. Deutsche Sprache ist heute schwer. So. Als erstes werde ich ihm erstmal hier mal Netzstoff aufkleben. Gucken, dass das hier vernünftig funktioniert an vielen Stellen. Ja. Schwupp, wupp, wupp, wupp. Läuft die Kamera so? Jupp, die läuft. Ich freue mich. So, ich neige mal dazu, mir den Pinsel zwischen die Zähne zu klemmen. Ist mal ungünstig, wenn ich euch irgendwie was erzählen will. Dann macht das nicht so viel Sinn, mir den Pinsel zwischen die Zähne zu klemmen. Weil dann versteht mich nämlich kein Mensch mehr. Eins. Ja. Jetzt noch dieses Herzchen. Und davon habe ich eine ganze Kiste. Meine Mutter hat tatsächlich eine ganze Kiste Liebesmarken wieder gefunden von früher. Ich weiß gar nicht, wie nennt ihr die denn? Sammelmarken? Also wir haben die früher mal Liebesmarken genannt. Und ich habe tatsächlich da welche gefunden, die meine Mutter in ihrer Schulzeit von ihren Schulfreundinnen bekommen hat. Und da meine Mutter gerade 70 geworden ist, ist das natürlich schon ein paar Tage her. Und die sind wirklich alt. Hier und da sind ein paar wirklich Olle dabei, also die auch wirklich schon gut abgegrabbelt sind. Ich schätze mal, das waren so die Lieblingsmarken, die man immer mal in die Hand genommen und einfach gewertschätzt hat, weil man die schönsten Marken hat man damals tatsächlich seinen besten Freundinnen hat geschenkt. Und die hatten die dann in Sammelalben oder wie meine Mutter hier in so einer, glaube ich, Nähkiste oder Pralinenkiste, irgendwie sowas. So ein ganz hübsches Schächtelchen. Und ja. So war das damals. Ich weiß gar nicht, gibt es jetzt diese Poesiealben heutzutage noch? Alben? Meine Tochter hatte noch so eins, auch in der Grundschule, aber jetzt so in der weiterführenden Schule ist das nicht mehr so richtig hip. Oder wie auch immer man das jetzt heutzutage nennt. Ich fühle mich manchmal alt. Ja. Na, guck. Tja. Wenn man das lesen könnte. Also das Bild ist auf jeden Fall von 1942. Rosmin. Naja. Also ich fand mal die Schriften damals, also die Leute hatten echt, sag mal, schöne Schriften. Schöne Handschriften. Ich kann sie nur zum Teil echt nicht lesen. Jetzt sollte ich mich mal üben. Also das ist ja kein Sütterlin, ne? Das ist einfach eine normale Handschrift. Ich glaube sogar, das ist die Handschrift meiner Mutter, könnte das sein. Oder meiner Oma. Ich glaube eher meiner Oma. Meine Mutter war 1942 noch nicht im Leben. Nur haben die teilweise so schön geschwungen geschrieben, dass ich es nicht mehr entziffern kann. Also einmal Nachhilfe. Dieses Element setze ich hier mal gerade drauf. Und jetzt kommt der Knopf. Knopf, Knopf. Na, lange Haare haben wir nicht zu suchen. Die sollen nicht mit aufs Bild. Oh, na gut, auf den glänzenden Fotos verschwindet das Distressing, wenn man da kräftig rüberreibt. Ich möchte diesen Knopf so halb ins Bild setzen.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade mal aufs Bild rausgerutscht bin. Also für eure Augen. Ich muss mal definitiv entweder das Stopfgarn, warte mal, das Stopfgarn, ich glaube, das mache ich genauso, wie ich hier mit meiner Jute vorgegangen bin. Und spitze das ein bisschen mit Kleber an. 1 und die nächste Zahnheit. 2. Das ist nämlich auch so cool. Ich habe mit der Nähmaschine, die ich gebraucht gekauft habe, jetzt habe ich die einem Kollegen abgekauft, dessen Mutter die viele Jahre lang hatte. Und die ist jetzt in mein betreutes Wohnen umgezogen. Konnte die ihre Nähmaschine nicht mitnehmen. Ich glaube auch nicht, dass sie in letzter Zeit irgendwie großartig genäht hat. Auf jeden Fall konnte ich diese Nähmaschine übernehmen und habe auch noch einen ganzen Sack oder sagen wir mal, sogar 2 Säcke voll Material bekommen. Also von Nadeln über kleine Scherchen, große Scheren, Sackknöpfe und ganz, ganz viel Stopfgarn. Das ist natürlich cool für solche kleinen Projekte, wenn man ein bisschen Stopfgarn hat. So, jetzt werde ich hier mal einmal kurz warten, bis der Kleber trocken ist und meine Hände entkleben. Gucken wir mal, was das hier sagt. So. Das wird ja nur so geklappt, das wird ja nicht weiter geklappt. Ja, hier, da kommt noch ein bisschen Deko dran. Ach Mensch, ich freue mich schon total drauf, wenn das hier fertig ist. Na. Okay. Einmal durchgefummelt. Wieder einen halben Weg. Das ist ein bisschen wie in der Küche. Also beim Basteln und auch in der Küche muss man sich echt die Haare zusammenbinden. Und sonst hat man da tatsächlich immer irgendwo lange Flusen drin. So. Ach Gott, heute Morgen hier das Gefummel mit klebrigen Händen. Jetzt kommt wahrscheinlich der nächste Schlaue und sagt, nimm doch eine Pinzette. Ja, die habe ich gerade weggeräumt. Schlauer Mensch, der da sowas denkt, ja, hast du vollkommen recht. Ich habe jetzt gerade keine Lust, schon wieder aufzustehen. So. Das Schöne ist in diesem, oder das Schöne, das Lustige, in diesem fummeligen Sockengarn und klebrigen Händen ist das doppelt so schwer. Und dann habt ihr wenigstens was zu lachen. Ich weiß nicht, ob euch auch manchmal mit so kleinen Sachen schwer tut. Musste manchmal selbst über meine eigene Stofflichkeit lachen oder auch darüber, dass ich keine Lust habe aufzustehen, um meine Pinzette zu holen. So. Jetzt machen wir uns hier das Leben leicht und machen einfach einen gemeinsamen Knoten rein. Auch hier über diesen Knoten würde ich jetzt, oder nein, nicht würde ich, sondern werde ich gleich ein bisschen von dem Scotch-Tape kleben, damit das, was man hier reintut, nicht dran hängen bleibt. Scotch Tape griffbereit. Na Leute, was sagt er dazu? Mir gefällt's. Gut, wichtig wäre es natürlich, wenn es Claudia gefällt. Also das würde mich dann doch am meisten freuen. Einmal die überstehenden Sachen hier verschwinden lassen. Zack, zack. Und wollen wir das Herzchen hier mal draufpacken. Und das mit der Schleife muss ich tatsächlich nochmal üben. Da gibt es auf jeden Fall irgendwie einen coolen Trick. So, ach so, ja genau. Ich muss tatsächlich nochmal einen Blick werfen, bevor ich das jetzt hier festklebe.
Ich würde das. Mache ich die Ecke dann drüber? Ja, ich mache die Ecke drüber. Ja, ich mache die Ecke drüber. Gut. Thema erledigt. Geklärt. So, jetzt muss ich einmal ein bisschen dem Faden die Möglichkeit geben, da dran zu kleben. Das heißt, hier ein bisschen reingehen. Und jetzt, wie bei den anderen auch, ordentlichen Streifen Kleber dran, dass das auch wirklich hält. So, und ich werde gleich, wenn ich euch hier verlasse, werde ich hier was Schweres drauflegen, also so ein paar Landen oder sowas. Und dem auch wirklich Zeit zum Trocknen geben. Der Kleber zieht ziemlich schnell an. Das funktioniert wunderbar. Ah, das Thema, wirklich durchtrocknen. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Jutta hat gesagt, so 12 Stunden wären schon echt ganz nett. So viel werde ich dem jetzt nicht lassen, bevor ich weiterarbeite. Ich reiße aber auch nicht dran rum und ich stopfe auch nicht gleich was rein. Also von wegen dran rumreißen und reinstopfen, damit warte ich tatsächlich mal so 12, 24 Stunden irgendwie so, um dem hier genug Zeit zu geben, komplett durchzutrocknen. So. Ja, im nächsten Video kann ich ja schon mal ein bisschen vorankündigen. Im nächsten Video möchte ich mit euch die Außenseite machen. Und, also sagen wir in den nächsten Videos, formulieren wir es mal vorsichtig. Ich weiß mich noch nicht, worauf ich als nächstes Lust habe. In den nächsten Videos werde ich mit euch die Außenseite machen. Dafür werde ich mir auch wieder so ein schönes altes Foto schnappen. Und ich werde auch die Kästchen dekorieren. Distressen und dekorieren natürlich. Und das wird das nächste Video sein. So, belassen wir es für jetzt, für dieses Video dabei, dass ich die Täschchen fein gemacht habe. Bestücken werden wir das Ganze natürlich erst zum Schluss, klarer Fall. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Bastelzeit und ich freue mich drauf, wenn ihr ja vielleicht mein nächstes Video auch schauen mögt. Und ich freue mich auch total, wenn ihr mir hier was Schönes schreibt und mir vielleicht noch eine Anregung gebt oder sagt, oh Mann, du doof, hättest du das mal so und so gemacht, wäre viel leichter. Passiert. Wie man so schön sagt, ich bin auch nur ein Meister, der übt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Zeit. Und ich freue mich aufs nächste Video. Bis bald.